Jo Leute und damit willkommen zurück zu Prinzess Peach Showtime. Ja, nachdem wir beim letzten Mal ja Patissier Peach gemacht haben, das Theaterstück da, wo wir nochmal rein mussten, weil wir halt die Torte verkackt haben. Okay. Kann man irgendwie drehen? Nö, geht nicht, schade. Naja, machen wir jetzt das Cowboy-Stück und ja. Das Cowgirl in der Wildnis. Okay. Wollen wir mal da rein. Showtime. Das Cowgirl in der Wildnis. Laden dauert halt immer noch ein bisschen, ne? Das sieht hier immer so aus, als ob das ein bisschen leckt. Die Animation, ey. Naja. Egal. Sonst habe ich keine Probleme. Krallt euch alles, was sich lohnt, klar? Wir müssen die Räuber stoppen, bevor sie die Stadt noch ruinieren. Okay. Okay. Okay, okay. Den Baum können wir wahrscheinlich auch, oder? Ne? Können wir nicht? Schade. Hier ist nix. Hier ist nix. Ich gucke immer noch, ob da nicht vielleicht irgendwas ist. Zack. Meins. Zur wilden Wampe. Bester und einziger Saloon. Zur wilden Wampe, alles klar. Nehme ich auch. Kann man nichts machen? Ne. Ich dachte, da passiert was. Sind sie weg? Auf einmal fühle ich mich mutiger. Aha. Hallo? Nein, nicht mit mir. Ist hier irgendwas? Okay, das Licht bringt gar nichts. Nö. Oh, was ist das eigentlich für ein Bild ein? Okay, raus hier. Dann da rein. Ah ja. Danke. Ist aber nichts, ne? Stehen wahrscheinlich nur so rum. Verstehe. Münzen. Ich verstehe. Zack. Alles klar. Okay. Okay. Ich muss noch mal was gucken. Hier war nichts weiter, ne? Nö. Hoffe ich mal nicht. Wenn ich einfach zu blöd bin, aber nur dazu. Zusammen kriegen wir das Tor auf. Zack. Geben wir mal Power. Hau Rock. Wie sie doch geglitscht ist oder gegleitet ist, keine Ahnung. Gut, jetzt können wir ihnen weiter folgen. Aha. Okay. Ah ja. Gib die Münzen, danke. Letzten brauche ich nämlich nicht. Aufhören! Ewe! Ich gehe da gleich hoch. Die armen Leute im Saloon. Hallo? Hey, wer ist da? Tschüss. Den da will ich haben. Okay, danke. Hallo? Was fällt dir denn ein? Hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Ist nichts drin, okay. Hier. Hallo, mach das doch mal kaputt. Hier bin ich. Hallo. Danke. Habt ihr schön gemacht.
Ja, ich gehe da gleich hoch. Bevor wir irgendwie hier weiter müssen oder so. Das ist nix. Hey, sei doch froh. Tschüss. Dass sie sich halt nicht selber treffen. Boink. Okay. Da ist ein Gegner drin. Hey, was wird das? Das. Tschüss. Danke für die Hilfe. Hier geht's rein. Okay. Okay, ich dachte eben, ich nehme nicht auf. Es ist zu dunkel hier. Dann machen wir halt Licht. Würde ich sagen. Okay. Dann machen wir ein Altlicht, sage ich ja. Aha. Meiner. Hallo. Na. Vorher hat man den gar nicht gesehen. Puh, ich dachte schon, du wärst ein Räuber. Dieb in Peach? Warum nicht, ne? Warte mal. Nö. Ich brauche ja erstmal die Klamotten dafür. Ah ja. Hinter dem Regal. Ja. Versuch das mal. Hau ruck. Und? Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Cowgirl Peach. Tomatensaft. Rette unsere Stadt. Oh, ist genau oben. Direkt. Wer bist du denn? Spielst du die Heldin? Egal, so kriege ich ein bisschen Unterhaltung. Tschüss. Zack. Machen wir das so. Tschüss. Tschüss. Das ist so doof, ne? Eigentlich. Zack. Tja. Steht denn hier bitte? Also. Greif mit Hilfe von B ein Fass und wirf es, zeig, was du mit den Lasso drauf hast. Ja, kennen wir schon. Ein Greenhorn wie du bist also. Zeit mit der Beute zu verschwinden. Natürlich, hauen sie ab. Haha. Tschüss. Weg mit euch. Lass sie nicht entkommen. Den Boss hinterher. Tschüss. Zu spät. Das sieht so komisch aus, ey. Na nur, das Pferd ruft dich. Es wird wohl helfen. Ich will aber da lang. Geht nicht. Schade. Naja. Müssen wir eben. Zeig es ihnen. Okay. 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 Meins. Junge. Ich glaube, ich habe was verpasst, oder? Wird man die nicht los? Zu früh gesprungen. Einfach zu früh gesprungen.
Naja, passiert, würde ich sagen. Hab dich. Junge, Junge. Nein. Nein, ich hab... Jetzt habe ich verpasst. Okay. Mann. Abgestürzt. Kommen wir jetzt von vorne wieder oder müssen wir da wieder lang? Mann. Warte mal. Nee, ganz von vorne will ich nicht beginnen, ne? Aber... Achso, das ist genau die Stelle, die ich meine gerade. Okay, war schon. Hab dich. Ah, den wollte ich nämlich. Den wollte ich nämlich haben. Hui. Hab dich. Uiuiui. Das Herz, ey. Okay. Achso, wir müssen können weiterlaufen. Aber. Irgendwie dachte ich mir das schon. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte mir das schon. Aber nur noch ein Herz, Junge. Also, reiten bin ich halt. Ja, ich sag da nichts zu, oder? Lass das lieber. Okay, wieder hoch. Aber es bringt halt wirklich Spaß. Es bringt halt wirklich Spaß, das Spiel. Du bist wirklich hartnäckig. Nun gut. Begleichen wir das mit der Rechnung. Oh. Aha. Okay, minus 10. Naja. Ich habe ja auf diesen darauf geachtet, was er gesagt hat. Aber naja. Du bist wirklich hartnäckig. Nun gut. Begleichen wir mal die Rechnung. Ups. Zack. Boink. Also eigentlich ist es einfach, ne? In der Regel. Na? Hier bin ich. Wer? Zack. Au. Okay. Ist schon gemein. Mann, warum schon wieder? Okay, ich habe ihn noch erwischt. Mann, ist das doof. Hier bin ich. Na, du Stier. Hier bin ich. Krieg ihn so nicht. Au, jetzt hat er mich erwischt. Ups. Mist. Ich bin halt gerade ein bisschen schlecht, ne? Ach Mist. Jetzt habe ich das vergessen. Verfehlt. Hier bin ich. Aha. Nein. Passt da rein. Hab dich. Oh Gott. Auch wenn das halt recht einfach ist, ich bin manchmal zu doof dazu. Das war's. Finish. Well, sharks. Thank you. Einfach 14 Minuten. Also das Spiel ist wirklich sehr kurz, ne? Zumindest die Level Cowgirl-Kleid. Weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Das haben wir gleich geschafft. Mal gucken, was als nächstes passiert dann.
In der Regel müsste sich ja nach oben öffnen, ne? Und Untergeschoss hatten wir ja auch noch. Alles klar. Okay, ich dachte, sie sagt irgendwas. Klamotten. Schauen wir mal. Moo, ich bin Peach. Moo. Wir wechseln aber nochmal. Und da wir halt, wie gesagt, einfach mal 16 Minuten sind. Ja. Ja, machen wir das halt einfach gleich nochmal weiter. Also eigentlich war das richtig. Eigentlich hätten wir... Das war also so, so, so und so. Okay. Wow. Da fehlt immer noch. Und dann haben wir da noch eine ganze Menge. Ja, ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ach, habe ich das jetzt aus dem Rauf gedrückt? Ups. Ups. Ich habe da außerdem auf A gedrückt statt auf B. Naja, passiert eben. Was soll's? Ach ja. Die Fäden waren also mit dieser Tür verbunden. Vielleicht hat sie das Chaos in den Theaterstücken verursacht. Wie seltsam. Ich spüre, wie meine Funkkraft stärker wird. Sie scheint auf diese gruselige Tür zu reagieren. Vielleicht kann ich sie öffnen, wenn ich meine Funkkraft mit einigen Funkelkristallen verstärke. Gibst du mir einige der Funkelkristalle, die du gesammelt hast? Gibst du Stella 10 Funkelkristalle? Ja, wir haben ja 40. Power Stella. Dann wollen wir rein da. Okay, das leckt ja richtig gerade. Was soll denn das? Ladescreens fängt ja richtig an zu laggen. Okay. Ja, sag ich mal nix so, ne? Disco? Disco, Pogo, Dillililili. Was zur Hölle? Wer da? Wie kamt ihr hier rein? Durch die Tür? Wir schreiben Theaterstücke mit Frau Grabs. Schreiben sie neu. Ihr da, wollt ihr uns aufhalten? Oder Frau Grab? Keine Ahnung. Dann, ich bestrafe euch. Mit Frau Grab ist finstere Dunkelheit. Was zur Hölle? Disco-Schnabel. Alles klar. Ah ja, ich verstehe. Zack, hab dich. Shit happens, Eier, ne? Okay. Jo, warum auch nicht? Klar, warum halt auch nicht? Zack, erwischt. Okay.
Ah, ich muss drücken. Ich habe mich schon gewundert. Okay. Long. Dann noch eine Runde. Was zur Hölle ist das denn jetzt? Na klar. Will mich erstmal platt machen oder was? Aha. War wohl nix. War wohl nix, du Vogel. Ein Vogel, ein Flugzeug, nein, es ist Disco-Schnabel. Es ist Disco-Schnabel. Dann wollen wir nochmal. Zack. Okay, der Kampf ist schon lustig. Danke fürs Herz. Wie nett von dir. Disco-Schnabel. Na klar. Bleiben wir mal hier. Sonst werden wir zerquetscht worden. Tja. War wohl nix. Boink, boink. Jetzt mein Kopf ist so komisch, ey. Junge, was machst du denn da? Zack. Zack. War wohl nix. Voll dagegen gekommen eben. Geschafft. Cowgirl, Peach und Disco-Schnabel. Okay. Der Titel wird komisch. Der Titel wird echt komisch. Und das Thumbnail auch. Habe ich aber wieder Spaß dran. Dank dir ist aus diesem Stockwerk alles wieder wie vorher. Toll, vielen, vielen Dank. Allerdings haben wir noch immer keine Funkelis gefunden. Ich frage mich, wo sie sind und Sorgen mache ich mir auch. Vielleicht haben sie sich auf eines der anderen Stockwerke zurückgezogen. Lass uns nachsehen. Hallo? Wo finde ich nur... Hallo, ich bin der Fotograf des Funkeltheaters. Meine Spezialität sind Bühnenfotos. Deshalb bin ich auf der Suche nach einer Person, die meinen Fotos das gewisse Etwas verleiht. Kürzlich gelangte mir eine vorzügliche Aufnahme einer atemberaubenden Vorstellung. Junge Dame, könnte es gar sein, dass es sich bei dir um eine Schauspielerin handelt? Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich Fotos deiner glanzvollen Auftritte anfertige. Wenn du ein Stück aller Funkelkristalle sammelst, verewige ich deine Vorstellung. Zum Dank für die Zusammenarbeit erhältst du von mir ein Album mit den Fotos darin. Ich kann es kaum erwarten, einer deiner Aufführung beizuwohnen. Album erhalten, okay? Sieh doch mal in dein Album. Mir ist der eine oder andere Schnappschuss geglückt. Okay. Hier gibt's... Da gibt's noch mehr Schnappschüsse. Okay. Sammlung. Musik. Das Ding hier fehlt dir immer noch. Okay. Aber was für Schnappschüsse fehlen denn noch? Junge, da muss man ja noch mehrmals da rein. Muss man ja wirklich noch mehrmals da rein. Ups. Nein. Was auch immer gesagt hat. Kennst du schon das Herz? Ach ja. Nein. Will ich nicht. Nein. Ja. Ich lasse es dich wissen, wenn du die Meinung änderst.
Hast du meine Klamotten? Vielleicht? Natürlich. Okay, das sieht so komisch aus, ich muss es anziehen. Okay. Sie bekommt aber nichts Neues, ne? Wir ziehen sie mal um. So. Kugel Peach. Dieses Kleid, ey. Ich geh mal unten was gucken. Jung. Aber mal Geländer runterrutschen. Ist vielleicht die Disco-Kugel hier irgendwo verewigt? Nee, ne? Na gut, schauen wir mal. Irgendwas muss ja noch passieren dann. Aber ja. Aber ich würde auch sagen, bevor ich dann, nachdem der fertig geladen hat, ins obere Stockwerk gehe, würde ich sagen, werde ich hier erstmal Feier machen für heute und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Princess Peach Showtime. Bis dann. Ciao, ciao.